Immer noch beziehungsweise wieder gegen Regi Lecky. Herzlich willkommen zurück zu einer spannungsgeladenen Folge von... Was spielen wir? Pokémon Schild, Crown Tundra, DLC, whatever you want to call it. Like, here we go again. Gegen Regi Lecky, glaub's. Das Mal habe ich es endlich mal geschafft, das einigermaßen in rote Bereich zu bringen. Ich kann es leider noch nicht paralysieren. Und einschlöfern oder eingefrieren habe ich leider nicht erreicht, obwohl ich zwei Eisattacken gemacht habe. Hashtag finde ich so hoher Scheiß. Aber ja, was willst du dagegen unternehmen? Regi Lecky macht mich fast fertig, aber die Abwehr, die das Ding hat, ist schon praktisch no. Aber praktisch 3 ist seine Fangchance, Fangquote, und das ist mir effektiv zu tief, Kollege. Bin mal runter gegangen, Hyperball aufladen, wie ihr gesehen habt. ja. Like, that's it. Haben wir über 100 Hyperball. Das hat eigentlich mehr als genug Länge gegen das Regi Lecky. Und meine Pokémon wird es auch nicht ein nach dem anderen abschlachten, das glaube ich nicht. Weil da jetzt noch ein paar recht mächtige Biester drunter, wie das Melmetal oder auch gesehen hat, wo ein Loch hat im Bauch. Habe ich gar nicht gesehen. Weil seine rote Kabelschweif-Dingsbums hat durchgelassen. Egal. Regi Lecky hat keinen Bock mitzukommen. Dabei habe ich Bock auf Regi Lecky. Einfach, dass ich es gut gesagt habe. Falls ich es noch nicht erwähnt habe. Ich glaube, man kann nur eins von diesen zwei Dudes holen. Regi Lecky oder Regi Drago. Das ist noch nicht confirmed von mir. Es mag von anderen confirmed sein, aber noch nicht von mir. Und darum interessiert es mich nicht, was die anderen denken. Ja, ihr wisst, wer das sind. Ja, darum. Werden wir nochmal Regi Lecky können holen. Allerdings, und das verspreche ich, so wahr ich ein Tellenapf heiße. Wir zeigen den Rest auch noch. Wir zeigen noch Regi Drago und... Was wir auch noch zeigen ist, Polaros. Weil ich habe ja das Phantaros geholt. Und das Polaros kann man natürlich auch holen. Das zeige ich auch noch. Ich bin mir noch nicht sicher gewesen, wie ich die zwei kann trennen kann. Das merken wir einfach. Coronospa. Und das Phantaros, wenn ich die kann trennen, habe ich nicht gewusst. Aber es sind eigentlich zwei Pokémon, blöd gesagt, nicht nur eins. Man kann im Menü... Bei den Basis-Items, bei den Key-Items, kannst du den Zügel des Bundes, den wir gebraucht haben, um es zu fangen, den kannst du dann anwählen, oder abwählen, besser gesagt. Und dann sind es zwei Pokémon und das Phantaros wird nachher in der Box sein. Genau, oder im Team, besser gesagt, genauso wie Coronospa, je separat und nicht auf der, in dritter Form. Ich muss sagen, die dritte Form finde ich noch cool. Ich sehe aber noch nicht so 100% ganz der Vorteil, außer dass es zwei Fähigkeiten hat. In der dritten Form hat es halt Fähigkeit vom Phantaros und vom Coronospa beide. Ja, das ist schon geil. Aber ich glaube nicht, dass es für mehr KP hat, für mehr Angriff hat. Muss ich mal schauen, though. Aber es ist auch für mich als Sammler-Dude, das alles was ich habe. Ich brauche insgesamt 4 Rösser, je 2 und 4 Coronospa. Ja, Regi Lecky ist gefangen! Weil ich wollte natürlich ein Phantaros, ein Polaros, ein Coronospa, je einzeln und ein Ritterform, ein Ritterform Geist. Alles 5 wollte ich haben. Okay. Zu 3 noch komme ich sicher und zum 4. Ja, machen wir einen neuen Account, das geht schon. Okay, Regi Lecky wurde Eintrag in Pornhub gesagt, juhu, Regi Lecky, das Elektronen-Pokémon, sein Körper besteht aus einem Organ, das elektrische Energie erzeugt. Regi Lecky kann genug Strom produzieren, um ganz Skala zu versorgen. Hurra, gut. Wir nehmen es natürlich mit, Regi Lecky, und das anstelle von... Da kann man brauchen auf Level 70, darum kommt er sicher mit. Da brauche ich, um das Parabellum-Bewegungseffekt zu machen. Allerdings... Ja, Melmetalusen. Der Ewigstein tun wir im Beutel verstauen und Regi Lecky wird mit ins Team aufgenommen. Oh yeah!
Sorry, das interessiert mich nicht. So, das wird jetzt aber nervös, was das Ding so hat. Regi Elegi. Meine Theorie ist, dass das praktisch keine Abwehr hat und recht viel bis mit du Angriff. Wir haben es, mein OT 99669, finde ich eine geniale Ideennummer. So gut. Es ist, wow, richtig schnell. Wenn wir das jetzt mit einem anderen Regi vergleichen. Der hat 300 Abwehr und 150 im Angriff. Im Angriff sind sie ähnlich. Allerdings hat er Initiative, das klopft und tätscht. Dann können wir sicher mit Elektrowahl und so weiter etwas schaffen. Nachher, ja, der Abwehr ist praktisch nicht vorhanden, wie wir sehen. Blitzgefängnis, das ist noch ein Signature Move, oder? Das Ziel wird für 4 bis 5 Runden in einem elektrischen Käfig gefangen. Ja. Ist jetzt wieder das Wahre. Ja, soll ich behalten? Das ist ein 80er Angriff, nicht mehr und nicht weniger. Das mit 5 Runden gefangen. Ja, nice to have. Für mich jetzt einmal. Kompetitiv ist schon etwas anderes. Kannst nicht auswechseln. Genial. Das da noch, nachher noch ein Voltwechsel drin. Ja, dann macht das Ding schon recht viel Schaden. Und recht viel Ärger. Das Kurbentempo natürlich genial als Erstangriffer. Aber ja. Wie viel Angriff, Spezialangriff schon gleich? Okay, okay. Gut. Wir haben eigentlich gar nicht wissen. Zum Regi Elegi. Das Ganze aufmotzen und Punkte geben und so weiter mache ich dann auch. Oh, aber noch dringend muss machen, auch mit Coronaspa übrigens. Oh, mit Coronaspa muss ich das noch machen. Nein, bei Coronaspa ist es schon gemacht. Ja, ich muss noch einen Bericht und markieren mit einem Kreis. Genau. Das muss ich noch machen. Ich glaube, Dakuma ist schon gebrandmarkt. Jawohl, okay. Gut, ich würde sagen, das haben wir erledigt und wir gehen zum Dings raus. Und jetzt würde ich noch mal rein. Nochmal mal schauen, wie es Regidrago doch noch kann. Machen. Nein. Ihr seht es. Ich kann das nicht machen. Steht nie. Aber ihr seht es, ich kann das nicht mehr machen. Aber ich hole mir das Regidrago noch und wir werden das noch sehen, wie ich es im Kampf hole. Wir gehen jetzt zurück nach Freesdale und erstatten wir am Pioni-Bericht. Oder nicht? Ja, wir müssen da rein, weil ich mich schnell heilen will. Ich wollte mich schnell heilen da innen, darum gehen wir uns da innen und heilen. Wir möchten Pokémon heilen, genau. Dun, 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 dun. Und wir müssen das Outfit ändern. Ah nein, du musst die Frisur ändern. Kann ich die Frisur ändern? Nein. Okay, okay. Dann müssen wir Bericht erstatten. Oh, ich habe sehr viel Bericht zu erstatten. Okay, Legende von den Giganten, Regice. Was sagst du da? Du hast das legendäre Pokémon Regice gefangen? Super nice. Brumz. Los, ich will einen Bericht hören. Dieses steingewohne etwas, aber so Regice, der Eisengigant. Das war von einem übergroßen Kronleuchter. Das würde ich zu gerne mal Mila vorführen. Aber es sieht sich an diesem Käfig einmal an. Dann läuft mir gleich den Rücken runter, kalt. Genau. Jedenfalls, das ist eindeutig ein Eisengigant. Diese Revolution kannst du aus dem Volk buchen, bla 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 bla. Okay. Was hätte er so zu sagen zu Regis Deal? Was sagst du da? Okay. Dieses spiegelglatte Etwas soll also Regis Deal sein. Der Stahlgigant? Wenn du mich fragst, hat es eher Ähnlichkeiten mit deiner Bowlingkugel, oder? Ha, was mag es diese. Was mag er hinter diesen starren metallischen Fassade wohl denken? Jedenfalls ist es eindeutig ein Stahlgigant, dieses Produkt. Und das interessiert mich nicht. Regi Elegi, was sagst du da? Ja, 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 super nice, Bericht höre, genau. Riesig nicht so etwas, soll das Regi Elegi sein, der Elektro-Gigant. So gigantisch einfach, ne? Kennst du mir so, oder erinnere ich das auch so ein bisschen an diese Brausebonbons, die ich schon im Mund knistern? Ja, hat er bis. Es muss ein unfassbares Gleichgewicht in Befehl sitzen, um mit dem Körper auf dem Beinen halten zu können. Echt elektrisierend. Okay. Da haben wir noch eine Sache gefangen. Und zwar, oh, wir haben alle Regis geholt. Genau, alles cold, 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 cold. Weil der andere kann mir gesagt nicht machen. Was für niemand sagt. Vogel-Pokémon, die habe ich getroffen und die sind die alle richtig abgehauen. Okay, gut, dann. Bevor wir zu den Vögeln gehen, machen wir auch noch. Gehen wir zuerst noch ganz kurz etwas anderes machen. Und zwar haben wir noch alle Fußspuren gefunden. Und das wenn wir uns natürlich. Ah, übrigens wollte ich noch schnell zeigen. Das wollte ich noch schnell zeigen, dass wir das noch gemacht haben. Zu diesem Zweck tun wir noch ganz kurz Regice da oben.
So. Und das sollte ich noch schnell zeigen. So. Dann der Beutel. Und nach dem Beutel kommt das Schiff, nach dem Beutel, da sag ich's. Schilderpin, normal Pilzügel des Bundes. Jawollo. Auf der Anwende heißt. Es wird getrennt. Ich habe jetzt zwei Pokémon. Das Koronos war Level 81 und das Phantoros Level. Astralfragment. Oh, der Attacke kommt auch noch dazu. Okay. Eine Attacke kommt auch noch dazu. Was haben wir jetzt? Koronospa kann jetzt, glaube ich, nur noch 3 Attacken. Ja, Psychokinese, Agilität, Gigasauger. Und da unten Phantoros kann. Aussetzer, riesiger Deckel, Ränkeschmied und Spuckball. Spuckball! Ja, gut, chill. Aber das soll meine Ritterform werden, weshalb ich da jetzt gehe, Beutel. Beutel. So, neue Zügel des Bundes einsetzen auf Registil. Nein, auf Koronospa natürlich. Mit welchem Pokémon verbinden? Nimmt sich selber. Koronospa zusammen mit Phantoros. Yeah! Da haben wir wieder den Ritter der Legende und erlernt die Attacke. Astralfragmente. Sehr gut. Gut. Das wollte ich noch schnell gemacht haben. Live on Stream. Und dann kann ich Stream nicht weiss. Registriert wieder rüber. Regi Lecky vorne, passt mir nicht. Bitte da Kuma für einen. Geil! So, jetzt mit Sanya reden. Sie ist doch da drinnen. Oh, da ist sie. Oh, Tannhill und Voldi. Okay. Bericht über Anhaltspunkte erstatten. Genau. Und dann schauen wir mal, was wir bis jetzt zusammengetragen haben. Also 100% die Anhaltspunkte zum Eisenkern-Pokémon. Das 100% Anhaltspunkte für den Pokémon. Und 100% Anhaltspunkte zum Wiesen-Pokémon. Du bist ja echt geil. Du hast 100% Anhaltspunkte zum Eisenkern-Pokémon aufgeschrieben. Ja, ist klasse. Was kann ich jetzt machen? Damit sollen wir exakt bestimmen können, wo sich das Pokémon aufhalten. Wie? Ich muss bloß die Daten in diesen Pokémon-Detektor eingeben und die Suche nach einem Lebenszeichen läuft. Müssen wir da auch eine Pokémon halt machen? Ah, das wird der Kurs um Pokémon übermittelt. Das einzige Pokémon befindet sich am Schollenmeer. Das Felsenhöhlen-Pokémon befindet sich am Ballsee. Das Wiesen-Pokémon befindet sich am Bett des Giganten. Wie es aussieht, können wir uns auf Suche nach legendären Pokémon schon bald von der Folge gekrönt sein. Viel Glück! Nice, okay. Nice. Gut, dann haben wir jetzt in der Folge Regi Lecky gefangen, was für 12 Minuten auch vollkommen langt. Beim nächsten Mal gehe ich die einzelnen Pokémon jagen. Nummer 1, wir holen uns ganz kurz. Was, wenn wir das für 4 Pokémon, 3 Pokémon sind? Wir wissen es noch nicht. Hoffentlich sind wir lieber sein und ciao!